Moin Leute und willkommen zurück zu NSMB Wii. Ja, wir müssen uns hier noch ein bisschen in dem Level anstrengen, denn ja, das wird nicht so einfach werden. Und ich überlege echt, ob ich den Yoshi mitnehmen soll oder lieber doch nicht. Moment, geh mal hier weg. Danke. So, weil man mit dem Yoshi einfach nicht die Wolken wegmachen kann und ich kann mir gut vorstellen, dass die Darkrans an Stellen sind, wo man sie nicht sieht auf Anhieb. Und wenn ich die Wolken dann nicht wegmachen kann, wow, das war eng, kann ich natürlich auch nicht wissen, wo die Starcoins sind und das ist dann weniger toll. Außerdem muss ich... Was? Warum hat er jetzt aufgehört zu strampeln? Ich habe nichts anderes gemacht, als er drauf gedrückt. Ich habe die ganze Zeit auf die Taste gedrückt, aber egal. Beschweren wir uns nicht. Oh, da oben hat es auch noch ein Sternhaus, sehe ich gerade. Okay, das ist auch nicht schlecht. Für die Sternwälder kann man, für die Spezialwelt meine ich, da kann man alles noch gebrauchen. Oh Moment, so geht der ja runter, wenn ich auf den draufjump die ganze Zeit. Aber ich find's ein bisschen komisch hier, das hat mich verwirrt, dass man auch hier unten lang laufen kann. Finde ich irgendwie komisch, warum die dann da oben überhaupt so viele einbauen, wenn da eh niemand lang geht, aber egal. So. Also das Gestrampel von Yoshi bringt hier durchaus viel. Weil damit kann man nochmal mächtig was rausreißen im Notfall. Wow, zum Beispiel so. Das war schon wieder verdammt knapp. Aber wenn man die Starcoin hier geholt hat, ist man immer so weit hinten. Oh Mann, ey. Wie schlecht, wie schlecht, wie schlecht. Es hat auch hier fast schon Spezialweltniveau, muss man hier jetzt einfach mal sagen. Und jetzt können sich wieder die Leute freuen, die immer meinen, ich wäre so skillig. Ja, ihr seht's ja, bin ich auf jeden Fall. Besser als am Anfang bin ich, aber das ist auch nicht schwierig, weil da, als ich also davor durchgespielt hatte, bevor ich das LP angefangen habe, da hatte ich, also zusammen mit meinem Freund habe ich es durchgespielt sogar, wo es eigentlich dann noch einfacher sein sollte. Da hatte ich dann, wow, ich glaube 20 extra Anläufe oder so, so ungefähr. Auf jeden Fall viele. Und ja, da bin ich doch ganz froh, dass ich hier so einigermaßen durchkomme. Mit ein paar Toten nur. Ein paar. Ja, wenn man die... Also, falls einer Lust hat, die durchzuzählen, das wäre ganz interessant zu wissen. Was? Nein, das One-Up hat mich voll irritiert, ey. Warum kommen da denn One-Ups vom Himmel? Das ist doch sowas von scheiße. Ich überlege gerade echt, soll ich mir den Propeller-Head geben? Ich gebe mir jetzt den Propeller-Head. Ich tue es. Ah, verdammt, ey. Das war verdammt blöd. Weil ich den sowieso... Ich weiß jetzt schon, dass ich den verlieren werde irgendwo. An irgendeiner dummen Stelle. Wo es überhaupt nicht nötig ist, den zu verlieren. Es ist immer nötig, den Propeller zu verlieren. Das ist doch ganz klar. So, soll ich mir trotzdem den Yoshi mitnehmen? Wow! Alter! Ich hab doch gar nicht geschüttelt. Alter Vater. Habe ich gerade einen Schreck bekommen, ey. Springt er da einfach mal nach oben. So. Jetzt aber hier auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Und lieber gechillt, wow. Gechillt, Junge. Gechillt rangehen, als irgendwie failen. So, jetzt geh mal hier bitte runter. Schneller, schneller, schneller. So. Starcoin haben wir. Das Problem ist jetzt, wenn ich eine Starcoin übersehen würde. Wow, dann müsste ich ja nochmal in das Level... Nein, nein, nein! Ich sehe es schon. In dem Level werden wir den ganzen Part lang sitzen. Aber das hatte ich eigentlich sowieso vor, weil ich wollte erst dann im nächsten Part wirklich mit der Spezialwelt anfangen, mit dem Special Parts. Ah, du Scheiße. Aber zuerst mal müssen wir das hier schaffen, verdammt. Dass wir überhaupt irgendwas mit der Spezialwelt machen. So, jetzt kann ich auch Yoshi wieder mitnehmen, die alte Socke. Der komischerweise irgendwie aufhört, manchmal so hochzugehen. Das
Das war gerade komisch. Da hat er einfach so gemacht und dann hat er gemeint, ja nee, ich muss nicht noch weiter strampeln. Kann der ja selber mal machen. Wow. Kann ich jetzt auch mal direkt auf den. Und dann... Boah. Bei denen weiß ich auch nie, wann man wirklich getroffen wird. Wenn man die im Gesicht berührt oder wie man da landet, dass man was abgezogen bekommt. Also dann Power-Up abgezogen bekommt. So. Nein! Warum schwebt denn da oben so eine? Wow, wow. Also ohne Yoshi und ohne Propellerhead ist das ja echt richtig heftig, das Level. Oh, Alter. Da oben ist ein Starcoin, da oben ist ein Starcoin. Ich muss da auf einen drauf. Okay, ich weiß jetzt, wo die ersten 5 Starcoins sind. Ist schon mal ein Fortschritt, ist schon mal ein Fortschritt, aber... Ja, danke Luigi. Nein, ich brauch dich nicht. wenn das Zeichen kommt, heißt das schon so viel, dass man in dem Level verdammt schlecht ist. Boah, das Level ist auch schwierig. Wow, muss man jetzt einfach mal hier gesagt haben. Hab ich schon voll oft gesagt, aber egal. Man kann es nicht oft genug sagen. Wow. Wow, das sieht so aus, als wird eine Faust aus seinem Mund... eine Faust aus seinem Mund kommen. Nicht eine Faust auf seinem Mund. Das würde nicht so viel Sinn machen. Okay, das andere macht auch keinen Sinn. Ich geb's ja zu. Ja, ihr habt's durchschaut. Das macht alles keinen Sinn. So, ja. Bam, 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 bam. Nein! Oh! Jetzt bin ich so blöd und verpasst die Starcoin fast, ey. Alter, hier nach der Starcoin muss man sich immer voll beeilen. Ah, da oben ist jetzt dieses Ding. Da warte ich lieber mal noch. Ja, dich habe ich mir gemerkt. So. Ist hier mit dem nach oben. Und hier können wir uns ein bisschen beeilen. Und noch ein One-Up mitnehmen, meinetwegen. Wie konnte ich hier eigentlich vorher runterfallen? Das ist voll die Schwierigkeit irgendwie. So. Was ist hier? Ein One-Up. Wow. Das brauche ich auch unbedingt. Ich hoffe, man sieht die dritte Starcoin auch so offensichtlich. Ah, wahrscheinlich ist die irgendwo ganz unten oder ganz oben. Hier vielleicht bei den Münzen? Nein? Wow, hier hat es ja überall Münzen. Okay. Ah, okay. Da ist sie. Da ist sie. Ich gehe auf den hier. Das ist mein Mann. Das ist mein Mann. Aber Moment mal, wie komme ich von da wieder weiter? Oh, Alter, war das knapp. Aber wir haben alle drei. Wir haben alle drei. Bitte lass das Level hier enden. Bitte, wehe. Jetzt kommt noch irgendein Teil, wo man hochfliegen muss. Gibt's hier ein Secret Exit in Secret Exit oder was? Wie sollte man da dann hinkommen? Oder ist das... Ah, okay, das ist nur, dass man sich das One-Up holen kann. Na gut. Puh. Da hammert. Da hammert. So, jetzt nochmal nachschauen, ob wir jetzt auch wirklich die komplette Spezialwelt haben. Oder ob wir doch wieder was übersehen haben. Aber eigentlich sollte es jetzt tatsächlich vollbracht sein. Und wir gehen noch ins Sternhaus. So, und damit kommt man wohin? Ach so, zur Burg. Okay. Danke. Wieso, ich höre die Musik übrigens nicht, deswegen kann das sein, dass es voll Offbeat war, Alter. Idiot, das war voll Offbeat. Zurzeit schaue ich auch Julius Block Battle an. Muss ich hier mal so anmerken. Wahrscheinlich läuft das schon gar nicht mehr. Na doch, es sollte schon noch laufen, wenn ich das hier hochlade. Ja, okay. So, nein. Na, wobei, doch, wir speichern mal. Ja, auf jeden Fall. Ihr seht, ich habe gespeichert. Wenn jetzt im nächsten Part irgendwie da steht, ja, Moment mal, ich muss noch hier Secret Exits finden und so, dann verstehe ich da keinen Spaß mehr. Okay, wir haben alle. Wisst ihr was? Wir fangen wir an. Wir schauen es uns mal an. Das ist 9-1. Oh mein Gott, das sind...
Also für alle, die es nicht wissen, die meisten davon sind verdammt harte Level, die einfach nur schwer sind. So. Aber Moment mal, an das Level hier erinnere ich mich noch. Das habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit mal gespielt. Und gefailed. Ziemlich sogar. Aber ich weiß nicht, wo die Starcoins sind. Wisst ihr was? Den nehme ich jetzt mal mit kurz. Wow! Warum hat er jetzt so einen Minisprung bekommen? Ach, egal. Wisst ihr was? Wir machen das im nächsten Part. Und, na, wobei. Ein Versuch gönne ich mir noch. Ein Versuch gönne ich mir noch. Aber das ist jetzt wirklich der letzte Versuch. Denn eigentlich wollte ich von den Starcoin-Suche 20 Milliarden Tausend übergehen in Spezialwelt 20 Milliarden Tausend. Also von den Partnern her gesehen. So, das können wir so machen. Und dann kommt hier ein Pilz raus, der sofort in den Abgrund fliegt. Ja, das ist doch gut. Oh. Tschüss. Na, ich nehme jetzt einfach mal nicht den Cooper-Panzer mit und hoffe, dass man den nicht irgendwie braucht. Moment mal, da oben ist bestimmt was. Ein Power-Up oder so. Ja, wenn man da schon so geduldig wartet, ist da natürlich ein Power-Up drin, das man nicht bekommen kann. Oh, fuck. Aber wir sehen schon, da war die erste Starcoin. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part, wo es hier wieder ein bisschen Fail und Spannung gibt. Bis dann, Leute, und ciao. Ach, Moment, ich speichere jetzt ab. So fair bin ich. Die zwei Leben, die sollen mir nicht irgendwie gut geschrieben werden. Einfach so. Okay, bis zum nächsten Part. Tschüss.